Ja, moin und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Neandertaler Whisky Vlog und einen guten Rutsch für die, die das Video an dem Tag, wo ich es veröffentliche, schon angucken, denn es ist der letzte Tag des Jahres 2021. Und deshalb machen wir auch heute einen kleinen Whisky-Jahresrückblick aus meiner persönlichen Sicht. Wir werden auch den Whisky des Jahres küren am Ende des Videos. Schon mal vorab vielleicht ein bisschen dazu erzählt. Whisky des Jahres kann bei mir nur ein Whisky werden, wo ich die Flasche auch besitze oder besessen habe. Und ich küre jeweils immer in jedem Monat in meinem Instagram Account ein Whisky des Monats und aus diesen 12 Whisky des Monats wähle ich dann immer den Whisky des Jahres. Wen das interessiert, der kann auch dort gerne mal mir folgen. Ich würde mich freuen und ihr müsst auch nicht lange suchen. Ich habe jetzt die letzten 2 Tage eine kleine Zusammenfassung gepostet von der ersten Jahreshälfte und der zweiten Jahreshälfte, wer in welchem Monat Whisky des Monats war. Und da könnt ihr nochmal nachschauen, wenn euch die einzelnen Whiskys interessieren, die zur Auswahl standen. Ich kann euch schon mal spoilern, es ist eine sehr knappe Entscheidung gewesen. Es hätten viele werden können und bei vielen musste ich so ein bisschen für mich selber argumentieren, warum wird dieser oder jener es dann halt nicht. Ja, zum Jahresrückblick so ein bisschen. Es ist leider immer noch Corona, wie ihr wisst. Ja, war dieses Jahr auch wieder sehr, sehr schwer. Es war die Hoffnung, dass das ein bisschen leichter wird, auch gerade was Veranstaltungen angeht. Es war vielleicht ein Stück weit leichter als letztes Jahr oder Jahresende letztes Jahr, aber so richtig gut war es auch nicht. Ich mache ja auch selber Tastings und tatsächlich konnte ich dieses Jahr, ich wollte eigentlich noch nachgucken, ich habe es jetzt vergessen, es waren 3 oder 4 Tastings, die ich dieses Jahr durchgeführt habe. Mehr konnten wir leider nicht machen, da selbst in der kurzen Phase, wo wir Tastings geben durften, das ein oder andere abgesagt werden musste, weil die Leute unsicher waren oder wie wir die Veranstaltung durchziehen können, unsicher war. Das hat immer dazu geführt, dass ein, zwei Termine, die sogar noch statt hätten finden können, nicht stattgefunden haben. Und so habe ich am Ende des Jahres, und hinten raus dürfen wir ja auch wieder keine machen, und dann haben wir am Ende des Jahres tatsächlich nur 3 oder 4 Tastings machen können. Ich bin froh, dass wir das Rauchtasting machen konnten. Das war mir ein großes Anliegen. Ich hatte sehr, sehr Bock. Das wäre für letztes Jahr schon geplant gewesen. Wir haben es gefühlt ein Jahr später gemacht. Oder ich glaube, wir haben es dann fast genau ein Jahr später dann erst gemacht. Ich hatte mega Bock. Es war ein geiles Tasting. Es hat mich gefreut, dass wir es machen konnten. Naja, aber ja. Für nächstes, alle Sachen, die ich mir vorgenommen habe an Special Tastings, die ich dieses Jahr machen wollte, wo ich viele Ideen vorletztes Jahr schon hatte, konnte ich nicht durchführen. Ich habe es mir für nächstes Jahr vorgenommen. Mal gucken, ob es klappt. Es hat sich dieses Jahr noch was ergeben. Ich will noch nicht zu viel verraten. Aber da steht der Termin schon und ungefähr ein Konzept ist auch schon da und ich werde es nicht alleine durchführen und es geht so in Richtung Pairing. So, Food und Whisky zusammen. Bin ich sehr gespannt drauf, freue ich mich drauf und wenn das ein Erfolg wird, ist auch nochmal was Ähnliches in anderer Form, noch für mich geilerer Form geplant. Das geht vielleicht in Richtung Grillen, sollte das klappen, das wäre natürlich mega. Ja, ansonsten versuche ich meine anderen Ideen umzusetzen. Ich habe dieses Jahr auch an einer sehr großen Idee gearbeitet, die ich vorletztes Jahr hatte, die ich dieses Jahr durchführen wollte. Ich habe damit angefangen. Es ist aber leider auch wieder Corona-bedingt gescheitert. Es ging so in Richtung Planung einer Messe oder einer kleinen Messe. Ja, es ist leider Corona-bedingt gescheitert. Gucken wir mal, ob nächstes Jahr da vielleicht irgendwas in der Richtung drin ist. Ja, wie ihr seht, es ist, was Veranstaltungen angeht, ein recht trauriges Jahr gewesen. Mit wenigen Highlights, die ich hatte, die Tastings, die waren super, das war geil, das hat Spaß gemacht. Ich war froh, mal wieder überhaupt welche machen zu dürfen. Da bin ich froh drum. In der Summe war es dann halt aber ein bisschen wenig. Schade drum, aber man muss ja an den positiven Sachen festhalten. Und was dieses Jahr auch wieder stattgefunden hat und auch Corona-bedingt ein bisschen anders als die Jahre davor,
Die Messe Bottle Market in Bremen konnte ich besuchen. Es war ein bisschen kleiner, es war ein bisschen weitläufiger, aber ich fand es zum Entdecken und von der Atmosphäre, ich bin nicht so ein Mensch von so Riesenmenschenmassen, von daher fand ich es persönlich tatsächlich noch angenehmer als die Jahre davor. Man konnte auch einfach länger an Ständen verweilen, ein bisschen besser gucken. Oft ist es ja so, dass da so viel los ist, so viele um einen Stand herumstehen, dass man erstens keine Whiskys bekommt oder ewig warten muss, um welche zu bekommen, oder man kann teilweise noch nicht mal die Auswahl großartig sehen. Also von daher fand ich es persönlich, wie es dieses Jahr war, von der Umsetzung her und so weiter, eigentlich total angenehm und gut. Ich war tatsächlich auch am Samstag da. Normalerweise ist das ja der überlaufendste Tag überhaupt. Ich habe wenig bis gar keine bekannten Gesichter getroffen. Fand ich ein bisschen schade. Im Nachhinein habe ich ja mitbekommen, weil es ja auch normalerweise so läuft, dass gerade Samstag dieser überlaufene Tag ist, kommen viele, um sich unterhalten zu können, um Ruhe zu haben, freitags oder sonntags. Ja, die habe ich jetzt alle verpasst, ne? Schade drum, aber ist jetzt so. Vielleicht sieht man sich 2022 beim Bottle Market. Ihr merkt, meine Stimme ist auch ein bisschen angeschlagen. Sollte ich mal zwischendurch husten müssen, tut mir leid, aber bei so einem langen Video, geht halt nicht anders. Ja, das waren so die Veranstaltungshighlights und das, was vielleicht auch für nächstes Jahr geplant ist, als so kleines Anteasern. Ich will halt noch nicht zu viel verraten. Vor allem, wenn es nachher doch nicht stattfindet, ist halt immer schade drum. Kommen wir mal zu dem Thema Whisky an sich. Tops und Flops werden ja immer gerne gezeigt. Über Flops kann ich euch gar nicht so viel erzählen, möchte ich auch gar nicht, kann mich auch an so richtig krasse kaum erinnern. Was mir in negativ in Erinnerung geblieben ist, ist, ich habe ein Video gedreht zum Glenmorangie A Tale of Cake. Hatte ich ein Sample von und wollte das Restsample im Video verkosten, habe ich auch gemacht. Habe den aufgrund des Preises und seiner Beschreibung und wie er mir letztendlich geschmeckt hat, völlig zerrissen. Der hatte auch so eine richtig abartige Fehlnote in meinen Augen. Wäre ein legendäres Video unter meinen Videos gewesen. Ja, und das Sample war auf. Ich will die Kamera aufstellen und stelle fest, es hat keine Aufnahme stattgefunden. Pustekuchen. In dem Sinne, kleines Wortspiel, sorry. Ja, schade um das Video, wäre echt witzig gewesen. Und ja, also da muss ich echt sagen, dafür, dass man an die 100 € für den verlangt, ich hätte für das, wie er mit dieser Fehlnote geschmeckt hat, keine 30 bezahlt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe auch lange suchen müssen, vielleicht lag das ja auch an meinem Geschmack und so, aber dieser Kuchen und dieses mega Süße, worauf ich mich eigentlich gefreut habe, habe ich gar nicht wahrgenommen. Stattdessen war die ganze Zeit diese Fehlnote im Vordergrund. Und ich habe es bei einer Geschmacksbeschreibung dann gelesen und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, weil ich konnte es auch nicht definieren, was es war. Es war Eukalyptus. So, ich hasse Eukalyptus. So, es schmeckt wie diese Eukalyptus-Bonbons. War. Ja, gut, also das ist die einzig richtig heftige Negativerfahrung, die ich hatte. Ansonsten auch in Bezug auf meine Videos, was ich so verkostet habe. Der Glengoyne 12 ist jetzt auch nicht so mega positiv bei mir weggekommen. Ich erinnere mich durchaus, vor 2, 3 Jahren gab es in diversen Facebook-Gruppen einen riesen Hype um Glengoyne, auch um den 12er. Ich habe auch mal den 18er als Sample probiert, hatte den auch in meinen Tastings drin. Ich hatte ein Tasting zum Thema 18-Jährige, da war der Glengoyne 18 dabei. Den nehme ich gleich mal mit in die Bewertung, auch wie beim 12er. Beide fand ich okay. Also der ist ja preislich jetzt durchaus noch in Ordnung, da will ich jetzt nicht zu sehr meckern. Für einen Einsteiger durchaus kann man machen, aber wer so ein bisschen erfahrener ist, muss den nicht unbedingt probieren, finde ich. Und wenn man überlegt, welchen Hype der in der Zeit lang hatte, ich glaube, da ist ein bisschen Qualitätsverlust irgendwie am Start gewesen. Der 18er, wenn man überlegt, die Flasche teilweise auch für 100 € zu bekommen. Ich habe es ihm fürs Tasting Gott sei Dank wesentlich günstiger bekommen. Der ist gut, der ist beim Tasting auch gut weggekommen. Ich fand ihn selber auch gut. Aber am Ende des Tages, preis-leistungstechnisch, dann doch ein bisschen mager das Ganze. Ne? Ja,
Leistungsabfall und Preissteigerung ist irgendwie so ein bisschen das Thema dieses Jahr gewesen bei mir, was negativ war. Glendronach absolut unter meinen Top 3 Distillen, habe ich immer gesagt. Glendronach immer Top 3, halte ich dran fest. Ja, man muss sagen, im Laufe dieses Jahres sind die tatsächlich aus meinen Top 3 rausgerutscht. Hat halt mehrere Gründe. Zum einen sind die Preise enorm nach oben gegangen. Beim 12er jetzt Gott sei Dank nicht so krass. Aber andere Abfüllungen wie der 15-Jährige, der 18-Jährige, 21-Jährige, alles außerhalb von dem, was ich bezahlen möchte. Ja, dementsprechend kommen mir die nicht mehr ins Haus. Der 12er, eigentlich ein Standard, den ich immer im Haus habe. Er ist immer noch gut. Ich habe ihn auch im Video verkostet, glaube ich, diese Flasche, wo ich schon einen gewissen Qualitätsverlust festgestellt habe. Er ist nicht mehr so gut, wie ich ihn mal in Erinnerung hatte. Kann an meinem Geschmack liegen. Aber aufgrund der Erfahrung und auch zu anderen Abfüllungen, was viele schreiben in der Community, werden die Abfüllungen doch ein Ticken schlechter. Was nicht heißt, dass sie am Ende schlecht sind. Aber die Qualität ist nicht mehr so hoch, wie sie mal war. Gleichzeitig steigt der Preis enorm. Diese Entwicklung führt einfach dazu, dass ich sagen muss, Glendronach in meiner persönlichen Range, was die Lieblingsbrennereien angeht, tatsächlich gesunken. Aber auch, weil andere Brennereien aufgeholt haben. Ja, jetzt, das waren die negativen Sachen. Wollen wir uns mal wieder auf das Positive ein bisschen mehr konzentrieren. Da habe ich ein paar mehr Beispiele für Positivbeispiele. Ein Beispiel für Love is Never Ending. Der Belvini Double wurde kürzlich im Video gehabt, könnt ihr euch gerne mal angucken. Zu meiner Einsteigerzeit ganz viele Flaschen von dem geleert, immer mega begeistert gewesen. Jetzt lange Zeit nicht mehr im Glas gehabt, jetzt mal wieder gekauft und ein Video zugemacht. Ja, preis-leistungstechnisch völlig in Ordnung, immer noch ein sehr solider, guter Whisky. Kann man gerne rausholen, auch wenn mal Einsteiger am Start sind, die zu Besuch kommen. Man selber kann den auch mal gerne ab und zu wieder ins Glas nehmen. Ich würde sagen, der ist qualitativ noch da, wo ich ihn kenne. Top Ding, absolute Empfehlung. So, jetzt kommen wir mal zu einem Kollegen, den kannte ich schon, den habe ich auch schon mal vorgestellt in den Jahren davor durchaus. Der ist aber im Alter gestiegen, was ich positiv finde. The Leverhusen peated in Cask Strange. Ich war damals mega begeistert von dem und als ich den probiert habe, da hatte ich sogar noch keine Flasche, sondern durfte den vor Ort mal probieren. Da war der noch 3 Jahre alt und habe mich völlig vom Hocker gehauen. Dann wollte ich unbedingt mir mal eine Flasche ergattern, sobald mal wieder eine da ist, weil sobald er da ist, auch relativ schnell ausverkauft ist. Und dann habe ich mir die Flasche zugelegt und sehe auf einmal, der ist jetzt auch schon 5 Jahre. Und nicht nur, der ist nicht nur älter geworden, sondern auch noch besser. War auch Whisky des Monats im Monat Mai. Sehr geiles Teil, kann ich nur empfehlen. Generell guter Stoff, den The Lübbehusen macht. So, ja, in diesem Jahr durfte ich endlich, habe ich auch mal irgendwann eine Flasche bekommen von Tora Bake, der neuen Brennerei auf der Insel Skye. Ich bin ein riesen Talisker-Fan, Talisker Brennerei Nummer 1. Jetzt hieß es aber, der ist zwar von der Insel Skye, ist aber von der Machart eher wie ein Islay Whisky und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht wird das irgendwie so ein Hybrid aus Skye und Islay. Wäre ja mega geil, weil ich Islay liebe und ich liebe halt Talisker. Und was soll ich sagen, er ist so eine Art Zwischending daraus geworden. Hat mich mega begeistert, geile Abfüllung von dieser Brennerei, wird wahrscheinlich definitiv immer eine Flasche bei mir stehen. Absolut zu empfehlen, stark geiler, rauchiger Inselwhisky. Bin gespannt, was da noch alles so kommt an Abfüllung. So, jetzt einmal abhusten. Sorry. So, ich habe, glaube ich, schon im letzten Jahresrückblick erzählt, dass so ein bisschen Gordon and MacPhail ein bisschen in den Fokus gerückt ist, Abfüllung von denen, gerade diese Discovery-Serie. Jetzt hatte ich eine grüne Tube, die haben wir so farblich bei der Discovery-Serie das unterteilt. Grün bedeutet Ex-Bourbon,
Lila bedeutet Sherryfass und grau bedeutet rauchige Whiskys. Ja, und eine graue Flasche fehlte mir noch. Dann habe ich die geschenkt bekommen und zwar der Kalila 13 Jahre von Gordon MacPhail. Geiler Stoff, sehr, sehr positiver oder sehr positive Erinnerung daran. Starkes Bananenaroma mit der Süße kombiniert, erinnert mich das so ein bisschen an Bananenshake plus Rauch. Ja, insgesamt ist Kalila tatsächlich sehr in meinen Fokus gerückt. Ich habe mehrere Sachen dieses Jahr probiert und diese Flasche steht einerseits für Gordon MacPhail, dass ich da vieles probiert habe und vieles für gut befunden habe. Andererseits soll sie exemplarisch dafür stehen, dass ich einiges von Kalila probiert habe und das hart abfeiert, die Distille mittlerweile. Nichts zu guter Letzt wegen einem gewissen Pat Hock, der eigene Sachen abfüllt. Und der Kalila hat mich richtig umgehauen von ihm. Richtig nice Teil, richtig guter Stoff. Und ich rede von ihm, weil, wenn ich von ihm rede, wird diese Abfüllung jetzt in den Fokus geraten. Ein Glentruid 8 Jahre unabhängig abgefüllt vom guten Pat Hock in Fassstärke. Was soll ich sagen? Das ist eine dieser Überraschungen dieses Jahr. Glentruid noch nie probiert, noch nie auf dem Schirm gehabt, hat mir gar nichts gesagt. Erst als ich gehört habe, okay, Pat bringt irgendwie das Ding raus. Alles, was er macht bislang, feiere ich hart. Muss ich mir fast alles holen, wenn es gerade passt ins Portemonnaie und in die Flaschenlage. Weil man muss ja manchmal gucken, dass es nicht zu viel wird am Ende des Tages. Meistens hole gerade diese Flaschen mit diesen schönen Etiketten hole ich mir dann aber fast immer. Und ja, was soll ich sagen? Ich kenne diese Brennerei nicht und die hat mich völlig umgehauen. Geil, stark rauchiger Whisky, der aber übertrieben süß dabei auch gleichzeitig ist, dann aber auch noch würzig und ein bisschen fruchtig. Mega Kombination, das Ganze in Fassstärke. I love it. Also, ich fand er hat dieses Jahr auch ein Ben Nevis rausgebracht, 8 Jahre. Portreifung. Will ich jetzt nicht unerwähnt lassen, fand ich auch mega geil. Aber dieses Teil, alter Schwede, der war auch ein Whisky des Monats, ich glaube im September. Völlig zu Recht, hat mich völlig umgehauen. Ja, und dann wieder eine Überraschung, wieder eine Brennerei, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Meine liebe Frau hat mir das Ding organisiert mit ein bisschen Hilfe. Sie hat sich Expertenhilfe geholt. Sagen wir mal so, sein Name ist im Video schon gefallen. Vielleicht vor einer halben Minute. So, und mit dieser Expertise hat sie diesen Whisky für mich organisiert und es war ein Glensbey 17 Jahre von Cadenheads. Das Besondere an dem ist einfach, das ist ein Ex-Bourbon-Whisky ohne Rauch, was überhaupt nicht mein Beuteschema ist. Ex-Bourbon-Whiskys, wo kein Rauch drin ist, sind fast immer bei mir geht so. Der hier war einfach Hammer mit 53,3%. Hammer, Hammer-Teil. Der war sehr schnell, sehr leer. Ich habe hinten raus fürs Ende des Jahres mir immer so ein bisschen aufgehoben, dass ich zu guten, besonderen Momenten immer noch einen Dram hatte. Aber am Anfang ist die Flasche sehr, sehr schnell, sehr leer geworden, muss man mal sagen. Und damit zwei Brennereien dieses Jahr, die ich gar nicht kannte, die mir gar nicht bekannt waren, die ich nicht am Schirm hatte und die mich völlig überzeugt haben. Ja, das waren so die positiven Eindrücke, was Whisky angeht dieses Jahr. Boah, und kommen wir mal zum Whisky des Jahres. Ich habe mich bei der Wahl ein bisschen schwer getan, weil ich so vier, fünf in der engeren Auswahl hatte. Man muss sagen, der Lübbehusen war tatsächlich dabei, der Glentruid war irgendwie dabei. Vielleicht ist es der Glentruid auch nicht geworden, weil der ja zu sehr eine Überraschung war, weil ich den überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Vielleicht ist das so ein bisschen mit der Grund, warum ich ihn dann irgendwie letztendlich nicht gewählt habe. Wir hatten in der engeren Auswahl tatsächlich ein Ben Rom Mach 15, der auch sehr, sehr nah dran war, weil der in meiner Insgesamt-Betrachtung von meinen Lieblingswhiskys sehr steil nach oben gegangen ist, seit ich den kenne.
Der ist es zum Teil auch nicht geworden, weil ich da argumentiert habe, okay, der spielt so ein bisschen in letztes Jahr rein, wurde Whisky des Monats im Februar oder so, habe ich den gewählt. Da hatte ich die Flasche aber, glaube ich, schon im letzten Jahr und ich habe auch ein bisschen was schon zu dem gemacht im letzten Jahr. Und ja, er passte dann auch in diese Wertung für dieses Jahr nicht mehr zu 100% rein. Dann habe ich gesagt, da kriegt er ein paar Punkte Abzug und fällt damit raus. Und es ist tatsächlich jetzt, sagen wir mal, Standard geworden, den ich jetzt endlich dieses Jahr das erste Mal probiert habe. Und der hat mich so umgehauen und ich habe so ein bisschen den ein oder anderen sehr guten, sehr stark gereiften Sherry-Whisky in der Auswahl gehabt. Und die habe ich alle miteinander verglichen und da hat er schon mal gewonnen. So kam er überhaupt in diese engere Auswahl zum Whisky des Jahres. Und am Ende habe ich gesagt, ja, irgendwie haben mich dieses Jahr so stark Sherry gereifte Whiskys abgeholt, die gut waren. Und er war davon der beste und erste Standard-Whisky, erste Preis-Leistungs-Verhältnis ziemlich gut. Es gibt ihn für 50 oder 55 € teilweise zu bekommen. Ja, die Aufmachung ist schön. Es ist der Edward Dower 12 Jahre Caledonia. Das Teil hat mich überzeugt. Also der ist bezahlbar, die Optik ist schön, Schottland-Flagge. Das war so der Grund, warum der mir natürlich auch mal ins Auge gestochen ist und ich gesagt habe, den brauche ich Minimum als Deko, die Flasche früher oder später mal irgendwie ja, im Zimmer stehen. Und Edward Dower, guckt euch die Farbe an, muss man mal probiert haben, wie ihr seht. 1, 2 Gramm sind nur noch drinne. Das Ding ist auch relativ schnell leer geworden. Hätte, wenn ich mir nicht noch was aufgespart hätte, noch leerer werden können. Ich habe gesagt, hinten raus, um Weihnachten rum, möchte ich da noch ein paar Drums von haben. Deswegen habe ich mir den ab und zu verkniffen. Die Geschichte ist, der ist wohl gemacht worden mit einem Musiker zusammen, der dieses Lied Caledonia geschrieben hat. Caledonia ist die lateinische Bezeichnung für Schottland. Wer mehr über den Whisky selber wissen möchte, bitte guckt euch nochmal mein Video zu dem an. Und ansonsten guckt euch auch ruhig meine Insta-Geschichte an, folgt mir dort auch. Da gibt es aber nicht nur Whisky, sondern auch noch Bier, Grillen und so weiter. Ja, und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen guten Rest dieses Jahres. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Darauf hoffen wir alle, dass Veranstaltungen wieder besser laufen, dass es insgesamt besser läuft, dass wir diese Scheiße namens Corona irgendwie besser hinkriegen. Dass es vielleicht ganz verschwindet, ist unrealistisch, aber die Hoffnung ist da. Einfach, dass es besser läuft. Ja, bleibt mir gesund, habt eine gute Zeit und wer mag, lasst auch bitte gerne ein Abo da, würde mich mega freuen. Und ansonsten reingehauen und bis zum nächsten Mal.